Sie sind hier, 19. Oktober 2018, 6.33 Uhr, von Michael Prieler, Lesedauer, 2 Minuten vergrößern verkleinern. Running Back Philip Lindsay sorgte für Denvers letzten Touchdown beim Kantersieg gegen Arizona. Urheberrecht Getty Images. Die Denver Broncos überrollen die Arizona Cardinals zum Auftakt des 7. Spieltags in der NFL. Rookie-Quarterback Josh Rosen erlebt einen schwarzen Abend. Die Denver Broncos haben die Arizona Cardinals und deren Rookie-Quarterback Josh Rosen im Keller-Duell zum Auftakt des 7. Spieltags in der NFL regelrecht zerlegt. Angeführt von einer bärenstarken Defense, die den Nummer minus 10 Pick des diesjährigen Drafts ganze 6-mal zu Fall brachte, 3 seiner Pässe abfing und 2 dieser Interceptions gleich in eigene Touchdowns ummünzte, überrollte der dreimalige NFL-Champion die Gastgeber mit 45:10. Offensiv sorgte vor allem Wide Receiver Emmanuel Sanders für Spektakel, der 31-Jährige fing nicht nur einen Touchdown-Pass des ansonsten eher blassen Spielmachers Case Keenum für 10:21, 161 Yards, 1 TD, eine Interception, sondern bediente bei einem Trickspielzug im ersten Viertel Passempfänger Kollege Cortland Sutton gleich selbst mit einem Touchdown-Pass über 28 Yards. Denvers Defense führt Rosen vor. Denvers Verteidigung war, im Gegensatz zu Rosen, von Beginn an auf Betriebstemperatur und fing gleich den zweiten Pass des Liga-Neulings für einen Pick-Six ab. Das gleiche Missgeschick unterlief Rosen, 2 Minuten vor Ende des ersten Abschnitts noch einmal ein Horrorstart für den 21-Jährigen. Keenum krönte Denvers Blitzstart zu Beginn des zweiten Viertels mit einem 64-Yard-Touchdown-Pass auf Sanders zum Stand von 28:3, bevor Running Back Royce Freeman zum Ende des zweiten Viertels eine 7-minütige Angriffsserie der Broncos mit einem 1-Yard-Touchdown-Run zum 35:3 beendete. Anzeige, jetzt aktuelle NFL-Trikots sichern, hier geht es zum Shop, damit war die Partie schon zur Hälfte entschieden. Die Cardinals-Fans schickten ihre Mannschaft mit unüberhörbaren Buhrufen in die Kabine. Broncos beenden Niederlagenserie. Nach Wiederbeginn schalteten die Broncos einen Gang zurück und ließen unter anderem Rosens einzigen Touchdown-Pass auf Routinier Larry Fitzgerald zu. Running Back Philip Lindsay konterte mit Denvers einzigem Touchdown in der zweiten Spielhälfte. Kicker Brenton McManus stellte mit einem Field Goal aus 41 Yards Entfernung 5 Minuten vor dem Abpfiff für den Endstand. Anzeige, die NFL bei der ZN. Jetzt kostenlosen Testmonat sichern. Durch den Kantersieg beendete Denver 3-4, einen Negativlauf von 4 Niederlagen am Stück und festigte seinen dritten Platz in der AFC West. Die Cardinals verloren dagegen erstmals seit 1979 die ersten 4 Heimspiele einer NFL-Saison in Folge. Mit nur einem Sieg aus den ersten 7 Spielen liegt Arizona abgeschlagen am Tabellenende der NFC West. Von Michael Prieler folgen @Michael Prieler. Michael Prieler, Jahrgang 1989, geboren in Donauwörth. Studierte Journalistik, Sport- und Politikwissenschaft in Dortmund. Auf erst mehr.